Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Wenn es auch bitter ist für uns, durchs dunkle Tal zu gehen, es geht auch wieder heraus. Wir sind unter seinem Schutz. Er schenkt uns Trost und er ist immer bei uns. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Bittere Kräuter sind eigentlich das, was wir nicht so gern haben. Jeder von uns schaut, dass er nur wohlschmeckende Gewürze zum Essen bekommt. Falls wir dann doch einmal zu bestimmten Kräutern greifen, ist das der Fall, wenn es uns nicht gut geht und wir uns den Magen verdorben haben. Und dafür gibt es den sogenannten Magenbitter. Kennt ihr auch alle. Und der Name sagt uns schon, dass da wohl bittere Kräuter drin sind, die uns aber in diesem Fall gut tun sollen. Und auch in der Bibel lesen wir von bitteren Kräutern. Bevor das Volk Israel aus Ägypten auszog, sprach der Herr zu Mose und Aaron, was sie als Vorbereitung für den Auszug tun sollten. 2. Mose 12, Vers 3 bis 9. Da heißt es, redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt, am 10. dieses Monats, da nehmt euch ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus. Je ein Lamm für das Haus. Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der Zahl der Seelen, nach dem Maß dessen, was jeder isst, sollt ihr ihn auf das Lamm anrechnen. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges, soll es für euch sein. Von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen, an den Häusern, in denen sie es essen. Das Fleisch aber sollen sie noch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten. Und dazu ungesäuertes Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr dürft nichts davon roh oder etwa im Wasser gekocht essen, sondern am Feuer gebraten sollt ihr es essen. Seinen Kopf samt seinen Unterschenkeln und Eingeweiden. Und ihr dürft nichts davon bis zum Morgen übrig lassen. Das, was hier Gott vorgeschrieben hat, ist ein Bild bzw. ein Vorläufer auf Jesus, das vollkommene Lamm, das sein Blut für uns vergossen hat. Doch was meint ihr dazu? Lammbraten, am Feuer gebraten, ungesäuerte Brote, also Brot ohne Sauerteig. Bis dahin sind wir doch sehr damit einverstanden. Das schmeckt wunderbar. Und dann mit bitteren Kräutern sollt ihr es essen. Das ist das, was uns nicht so schmeckt. Und seinen Kopf samt seinen Unterschenkeln und Eingeweiden und nichts bis zum Morgen übrig lassen. Was haben die Menschen damals wohl darüber gedacht? Ich glaube nicht, dass sich jeder so sehr über diese bitteren Kräuter gefreut hat. Mancher hat sie vielleicht ganz klein geschnitten, dass man sie nicht so merkt. Oder vermischt mit etwas anderem, dass man es nicht so schmeckt. Oder die Luft angehalten und ganz schnell hinuntergeschluckt. Ganz sicher haben sie nicht jedem geschmeckt. Und dann noch die Eingeweide, der Kopf etc. Und das war bestimmt auch nicht jedermanns Sache.
Ich habe mal nachgeschaut, was sind denn so bittere Kräuter? Und einige davon kannte ich gar nicht. Angelika-Wurzel zum Beispiel, Rhabarberwurzel gehört dazu, Kampfer, Wermut, Sennesblätter, Eberwurzel, Myrrhe. Und zu meinem Erstaunen stand da auch Manna. Es gibt tatsächlich sogenannte Manna-Stangen, die auch zu so einem Bittertrankrezept gehören. Und dies sind nur einige Zutaten, die auf diesem Rezept aufgeführt waren. Und es stand dort, dass es nicht gut schmeckt, aber hilft. Und damals hat Gott befohlen, dass die bitteren Kräuter dazugehören, dass sie gegessen werden müssen. Bittere Kräuter gehören auch zu unserem Leben. Das sind die Dinge, die uns nicht gefallen, die wir aber nicht ausklammern können aus unserem Leben. Das Alte Testament ist ein Schatten auf das Neue Testament, ein Bild auf das Neue Testament. Jesus ist das fehlerlose Lamm, das für uns am Kreuz gestorben ist. Er hat sein Blut vergossen und die Macht des Todes besiegt, damit wir Schutz haben. So wie die Israeliten das Blut an die Türpfosten strichen und der Todesengel vorüberging. In 2. Mose 12, Vers 23 steht: Und der Herr wird durch das Land gehen, um die Ägypter zu schlagen. Sieht er dann das Blut an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, wird der Herr an der Tür vorübergehen und wird dem Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen, euch zu schlagen. Wenn wir Jesus, das Lamm, in unser Leben aufgenommen haben, sieht der Verderber das Blut Jesu in unserem Leben. Der Verderber ist Satan und es wird ihm verwehrt, in unser Leben zu kommen, wenn wir keine Türe für ihn öffnen. Das Blut Jesu gibt uns Schutz. Das Essen des Lammes bedeutet für uns heute, dass wir Jesus ganz in uns aufnehmen, in unser Leben. Sein Wort akzeptieren, daran glauben und danach leben. Auch das, was uns nicht schmeckt. Bittere Kräuter gehören zum Opfertod Jesu. Das, was unser natürlicher Mensch nicht will. Zum Beispiel vergeben, Böses mit Gutem vergelten, nicht neidisch oder eifersüchtig zu sein, nicht stolz sein und auf andere herabschauen und so weiter. Das schmeckt uns doch nicht immer so, oder? Die Israeliten mussten das ganze Lamm mit Kopf und Innereien essen. Und da waren noch die bitteren Kräuter. Was sind denn die bitteren Kräuter in unserem Leben? Das Unangenehme, was uns Schmerzen bereitet in unserem Herzen. In 2. Timotheus 2, Vers 3 steht: Nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Oder in Philipper 3, Vers 10: Und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Hier spricht die Bibel von Leiden. Da steckt schon ein bisschen bitteres Kraut drin. Wir sollen Teilnehmer sein an seinen Leiden und sie erkennen. Und jetzt erhebt sich die Frage, was sind denn das für Leiden? Wenn wir Jesu Leben auf dieser Erde betrachten, können wir das sehen. Zum Beispiel hat er geweint über die Stadt Jerusalem, über die Menschen, die so hartherzig und verstockt waren. Die Jünger jubelten, als er in Jerusalem einzog, und die Pharisäer sagten zu ihm: Weise sie zurecht. Das lesen wir in Lukas 19, 37. Die Gläubigen damals brachten ihm Unverständnis und Ablehnung entgegen.
Jesus hat genauso darunter gelitten, wie du und ich darunter leiden. Du willst den Weg mit Jesus gehen und du hast nur Unverständnis und Ablehnung um dich herum. Das hatte Jesus auch. Jesus weinte, als Lazarus gestorben war. Aber nicht, weil er ihn so liebte, wie die versammelten Menschen dachten, sondern weil sie ihm nicht vertrauten und immer noch nichts gelernt hatten. Johannes 11, 17. Sie begegneten ihm mit Vorwürfen. Zuerst Martha: Herr, wenn du hier gewesen wärst. Dann Maria: Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Im Vers 33 und 38 lesen wir, dass Jesus darüber erzürnt und erschüttert war, weil sie ihm so wenig zutrauten. Es tat ihm weh, dass seine besten Freunde, die ihn am besten kannten, ihm Vorwürfe machten, statt ihm zu glauben und zu vertrauen. Hast auch du einen Schmerz in dir, weil deine Nahestehenden dir Vorwürfe machen und dir nicht mehr vertrauen? Vorwürfe, weil du nach Gottes Wort leben willst, weil du betest? An diesen Leiden, die Jesus auch durchlebt hat, haben wir Anteil. Das sind die Leiden, von denen die Bibel spricht. Das sind die bitteren Kräuter, die uns nicht erspart bleiben. Sie sind Bestandteil unseres Lebens. Das, was uns wehtut in unserer Seele und in unserem Herzen. Lieblosigkeit, Hartherzigkeit, Ablehnung, Minderwertigkeit, Unverständnis, Lüge, Hass, Neid, Eifersucht, Zorn, Enttäuschung, Einsamkeit, Ausgeschlossensein, verletzte Ehre, verletzter Stolz, Gewalt und so weiter. Darunter hat Jesus auch gelitten, genau wie wir auch darunter leiden. Diese bitteren Kräuter müssen wir essen, in Anführungszeichen, beziehungsweise sie überwinden. Das ist das, was uns der Psalm 23 berichtet. Wenn es auch bitter ist für uns, durchs dunkle Tal zu gehen, den Enttäuschungen, den Verleumdungen, dem Unverständnis standzuhalten, es geht auch wieder heraus aus diesem Tal. Wir sind unter seinem Schutz und er führt uns auf grüne Auen und zum frischen Wasser. Er schenkt uns Trost und er ist immer bei uns. Im alten Bund mussten die Menschen opfern. Im neuen Bund dürfen wir zu Jesus kommen und werden gereinigt durch sein vergossenes Blut. Welches Vorrecht! Wir kommen nicht mehr um wie im alten Bund. Und das ist der Unterschied von Gesetz und Gnade. Im Gesetz kommen wir um und die Gnade gibt uns die Chance zur Umkehr. Die Israeliten hatten keine Wahl, dem sofortigen Tod zu entkommen, außer sie opferten und aßen das Lamm und strichen das Blut an die Türen. Wir müssen nicht den sofortigen Tod fürchten. Jesus reicht uns sein Leben zur Umkehr. Er reicht es uns dar und wir dürfen es nehmen. Wir müssen nicht mehr Gesetze erfüllen und wiederkehrende Rituale ausführen, sondern wir sind frei, um das Erlösungswerk anzunehmen. Alles, was uns Kummer und Sorgen macht, können wir abladen. Die Israeliten mussten die bitteren Kräuter essen. Und bittere Kräuter im übertragenen Sinn gehören auch zum Opfertod Jesu. Sie sind Bestandteil unseres Lebens. Aber wir müssen diese Leiden nicht behalten. Wir können mit unseren bitteren Kräutern zum Kreuz kommen und sie dort abladen.
Jesus hat Ablehnung, Hass und Gewalt in einem Maße erlebt, das grausam war. Jeder Mensch auf dieser Welt hatte ihn verlassen. Sogar das, was uns nie passieren wird, hat er durchgemacht. Gott, der Vater, hatte ihn verlassen. Und diese Einsamkeit tut weh. Nichts, aber auch gar nichts in diesem Universum stand zu ihm. Und das wird uns nie passieren. Jesus sagt zu uns, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er ist der Einzige, der uns nie verlässt. Jesus hat den ganzen Hass und die Macht der Sünde gespürt. Er hing da ohne Kleider und der ganze Hass der Welt schlug ihm entgegen. Sie standen da und verhöhnten ihn. Er hat gelitten und trotzdem wurde er nicht bitter in seinem Herzen. Er hat der ganzen Menschheit vergeben. Und Jesus sagt in Lukas 23, Vers 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und diese Aussage ist voller Barmherzigkeit und Liebe. Und diese Aussage ist für uns, dass wir Vergebung haben können. Jesus musste vergeben, denn nicht vergeben ist Sünde und Jesus war sündlos. Er hätte sonst nicht zum Vater gehen können. Und wir wissen aus eigener Erfahrung, wie schwer es manchmal ist, zu vergeben. Es tut weh, verletzt zu sein und dann zu vergeben. Jesus hat genauso empfunden wie wir. Er war verletzt in seiner Seele, er hat geweint, er war enttäuscht von Menschen, hat genauso den Schmerz verspürt wie wir. Und das sind die Leiden Jesu, von denen die Bibel spricht. Viele Christen denken, mit den Leiden Jesu, von denen die Bibel spricht, sei Krankheit, Armut oder dass es uns nicht gut geht, gemeint. Es ist nicht richtig zu denken, dass wir Krankheit tragen müssen. Gott will nicht, dass du krank bist. Und er will auch nicht, dass es dir schlecht geht oder dass du Not hast. Sehen wir nach, was im Wort Gottes über Krankheit steht. Gott sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Matthäus 8, 16b und 17. Und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Matthäus 9, Vers 35. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Er heilte alle Menschen, die dort vor Ort waren. Und wenn Jesus jede Krankheit und jedes Gebrechen heilte, warum sollen wir dann krank sein? Kranke zu heilen war Jesu Hauptbeschäftigung neben des Lehrens. Wenn Krankheit ein Segen wäre, hätte Jesus jedem Menschen den Segen geraubt, den er geheilt hat. Auch die Jünger mussten nicht leiden durch Krankheit, sondern er gab ihnen sogar Vollmacht, Kranke zu heilen. Matthäus 10, Vers 1. Und als er seine Jünger herzugerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Es macht keinen Sinn, dass die Jünger Kranke heilten und gleichzeitig selbst an Krankheitsleiden teilnehmen sollten. Wir lesen auch nirgends, dass Jesus jemals krank war. Er kannte wohl körperlichen Schmerz, aber nicht durch Krankheit, sondern durch Folter, beziehungsweise Peitschenschläge und das grausame Sterben am Kreuz. Und deshalb
kann er mit uns fühlen, wenn wir körperliche Schmerzen haben. Er hat es selbst erfahren. Wenn Jesus nie krank war, ergibt es auch keinen Sinn, an diesen Leiden der Krankheit teilzunehmen. Man kann nicht an etwas teilhaben, was gar nicht da ist. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch. Und in 2. Timotheus 2,3 heißt es, nimm teil an den Leiden. Doch Jesus war nie krank. Gott will auch nicht, dass es dir schlecht geht oder dass du Not hast. Die Bibel verheißt uns, dass Gott gerade dann besonders bei uns ist, wenn wir durchs finstere Tal müssen. Wenn das unsere Leiden wären, warum holt er uns dann heraus und ist uns ganz besonders nahe, so wie wir es im Psalm 23 lesen? Das macht keinen Sinn. Dann würde er uns in unserem Tal sitzen lassen. Die Aussage Jesu heißt, fürchte dich nicht. Jesus ist jeglicher Not begegnet, die er sah und bemerkte, auch finanzieller Not. Denken wir an den Fisch, der eine Münze im Maul hatte, um die Steuern zu bezahlen. Matthäus 17, 27. Das war, als sie die Tempelsteuer bezahlen sollten und kein Geld hatten. Hier sehen wir, dass Gott Wege hat, uns aus unserer Not herauszubringen, die wir gar nicht für möglich halten. Kann es da nicht sein, dass Gott auch für dich eine Lösung hat? Glaube nicht, dass für Gott deine Not ein Problem ist. Oder die Speisung großer Menschenmengen, als nichts zu essen da war. Die Speisung der 5.000 und die Speisung der 4.000. Das war nicht nur, dass es gerade reichte, da war noch gewaltig viel übrig, viele Körbe voll. Es war immer satter Überfluss, wenn Jesus irgendetwas getan hat, um Menschen finanziell und auch materiell zu helfen. Zusammenfassend, die Bibel sagt uns, was die Leiden Jesu, an denen wir teilhaben sollen, nicht sind. Nicht Krankheit, nicht finanzielle Not und nicht, dass es dir schlecht geht. Beim Auszug aus Ägypten hat Gott befohlen, die bitteren Kräuter zu essen. Und auch in unserem Leben passieren Dinge, die uns nicht schmecken. Jeder von uns hat diese Erfahrung schon gemacht. Und wir brauchen diese bitteren Kräuter, um Jesus immer ähnlicher zu werden. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Jesus hat es uns vorgelebt. Lass dich nicht abschrecken von diesen bitteren Kräutern in deinem Leben. Jesus weiß darum. Er kennt sie alle, egal wie sie heißen. Er selber hat sie erlebt. Und ich möchte nochmal auf das Bild zurückkommen, das uns die Israeliten vor Augen halten. Diese bitteren Kräuter haben sicher nicht allen geschmeckt. Der eine hat sie vielleicht ganz klein geschnitten, dass man sie nicht so merkt, oder vermischt mit etwas anderem, dass man es nicht so schmeckt, oder die Luft angehalten und schnell hinuntergeschluckt. Mache das nicht so. Schneide deine Herausforderungen nicht in kleine Häppchen und sage, das kann ich ertragen, wenn es nur nicht zu viel wird. Wir sind oft damit zufrieden, wenn es nur ein bisschen besser wird, dann kann ich es ertragen. Oder Luft anhalten und runterschlucken, das heißt einfach ignorieren und weitermachen. Aber es häuft sich immer mehr auf. Mache es nicht so. Bringe deine Probleme ans Kreuz und schaue, dass du sie loswirst. Denn du darfst sie dort lassen. Oder mit anderen Sachen vermischen, dass es zugedeckt ist und man die Probleme nicht mehr so deutlich erkennt. Das heißt,
woanders Hilfe suchen. Wenn wir Gottes Wort vermischen mit Esoterik oder okkulten Dingen, werden unsere Probleme immer undurchsichtiger und wir sehen keine Lösung. Es entsteht Verwirrung. Es gibt einen Platz, wo du Lösungen findest. Am Kreuz. Jeder von uns hat Dinge, die ihm nicht gefallen. Nutze die Möglichkeit, dass es dafür eine Lösung gibt. Bei Jesus. Amen.